Was passiert, wenn OnePlus, eine Firma, die bis dato stets vom Preis davon zurückgehalten wurde, die Spitze der Smartphones zu schlagen, ganz plötzlich einfach alles gibt? Ich sag euch, was passiert. Das beste Smartphone passiert. Vielen Dank an Mobilcom Debitel, ohne die aufwendige Videos wie dieses hier überhaupt gar nicht möglich wären. Bevor ihr euer nächstes Smartphone kauft, schaut dort in einem der vielen Shops oder online doch einfach mal vorbei. Das OnePlus 7 Pro sieht super edel, minimalistisch und doch vertraut aus. Das gefrostete Gorilla-Glas macht mächtig was her und fühlt sich irgendwie weich an. Der Blauton meines Geräts ändert je nach Lichteinfall seine Form. Das ist schon ein Hingucker. Und was ist das? Das wird doch wohl nicht. Ja, ist es denn die Möglichkeit? Ja, es gibt endlich Stereo-Lautsprecher. Die unterstützen Dolby Atmos und klingen richtig gut, sehr laut und vor allem angenehm ausgeglichen. Wurde aber auch mal Zeit. Der Moment, wo alle jedoch ausrasten, ist, wenn man die Selfie-Kamera öffnet. Die ist nämlich nicht in einer großen oder kleinen Notch oder gar in einem Loch. Nein, 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 das gibt es alles nicht. Schaut mal hier, sie fährt in einer halben Sekunde aus dem Gerät. Für die NSA-Paranoiden unter euch natürlich perfekt. Der Hauptvorteil liegt aber eher im Design der Vorderseite. Die ist wunderschön schlicht und nichts lenkt ab. Ach, und jeder weiß, wohin er bei einem Selfie zu gucken hat, außer mir scheinbar. Doch es gibt natürlich ein paar Bedenken. Was, wenn der Motor kaputt geht? OnePlus sagt, er soll mindestens 300.000 Mal ausfahren können. Also bei 50 Mal am Tag hält das über 16 Jahre. Aber was ist mit der Wasserfestigkeit? Offiziell geschützt ist das 7 Pro nicht. Das ist bei einer GoPro übrigens nicht anders. OnePlus wollte sich eine teure IP-Zertifizierung sparen, um das Smartphone nicht unnötig teurer zu machen. Und hey, kein Hersteller, selbst die mit Zertifikat geben euch eine Garantie bei Wasserschäden. Macht es dann überhaupt einen Unterschied? Ja, aber keinen großen. Und wenn das Smartphone runterfällt, ja, dann fährt die Kamera automatisch blitzschnell ein und in der Hosentasche nie versehentlich heraus. Und apropos Hosentasche, passt da das 7 Pro überhaupt noch rein? Das Display ist schließlich gigantische 6,67 Zoll groß. Neben einem Note 9 fällt auf, dass es ziemlich genau die gleichen Abmessungen hat und ein iPhone XS Max kürzer, aber breiter in der Hand liegt. Die Sache ist, das OnePlus fühlt sich irgendwie kompakter an. Das liegt an den unterschiedlichsten Gründen. Zunächst, man gewöhnt sich an fast alles. Bei den ersten 5 Zoll Smartphones haben auch alle aufgeschrien. Dann der Fakt, dass sich das Display auf beiden Seiten dezent wölbt. Das sieht cool aus und macht das Gerät schmaler. Es sind einfach die dünnsten Displayränder, die ich je gesehen habe. 93% Screen-to-Body-Ratio. Es ist wirklich so, als hätte man nur noch ein gigantisches Display in der Hand. Oh mein Gott! Gott, es ist so geil darauf, HDR10 Netflix-Inhalte zu schauen oder einfach nur im Netz zu surfen. Eure Augen werden Augen machen. Und im Dunkeln, da werden sie geschont, weil die minimale Helligkeit gerade mal bei einem halben Nit liegt. Sogar die Auflösung ist erstmalig auf Quad HD Plus angestiegen. Schriften sind klar und Bilder super detailliert. Endlich! Und wisst ihr, was noch im Display ist? Der Fingerabdrucksensor. Er ist 36% größer als im OnePlus 6T, man trifft ihn also leichter und schneller ist er auch. Ungelogen, der beste bisher. 0,21 Sekunden. Fast doppelt so schnell wie ein Galaxy S10. Nur echt schade, dass er nicht always on ist. Heißt, man muss ihn durch Anheben oder Tippen aufwecken. Face Unlock bleibt natürlich am Start, mit dem Unterschied, dass die Kamera jetzt kurz Kuckuck sagt. Das ist alles schon mal ziemlich futuristisch und hätte eigentlich auch gereicht, dass ich das Smartphone haben möchte. Aber jetzt kommt's. Dieses Display hier hat 90 Hertz. Das ändert einfach alles. Es ist Next Level, die Primetime eines Features, das hoffentlich bald zum Standard wird. Ganz kurz, was bedeutet das? 24 Bilder pro Sekunde hat dieses Video hier und übrigens auch Kinofilme. Unsere Monitore können für gewöhnlich maximal 60 Bilder pro Sekunde darstellen und dieses Smartphone hier eben 90. Dadurch sind Animationen sichtlich flüssiger, was nicht nur Gaming verbessert, sondern vor allem Scrollen und Zoom viel geiler aussehen lässt. Das 7 Pro fühlt sich dadurch jederzeit merklich schneller an, obwohl es eigentlich flüssiger ist. Ja, na gut, schneller ist es ja auch, weil es das schnellste Smartphone auf dem Markt ist. Dem neuesten 45% stärkeren Snapdragon 855 Prozessor, mindestens 6 GB RAM,
UFS 3.0 Speicher, der für sich gesehen schon mindestens 80% schneller ist, Wasserkühlung und reinem Android sei Dank ist das wirklich das neue Maß aller Dinge. App öffnen, bam, zwischen ihnen wechseln, bam, jedes Spiel und mehrere aufwendige Apps gleichzeitig offen haben, bam. Gerade der UFS 3 Speicher ist ein großer Deal, den Samsung nicht mal im S10, sondern nur im 2000 Euro Galaxy Fold verwendet. Wer das OnePlus 7 Pro erst einmal benutzt hat, der ist versaut und kann nicht mehr zurück. Vielen Dank übrigens dafür. Und 256 GB Speicher gibt's auch, dann mit 8 oder 12 GB Arbeitsspeicher. Puh, ich meine, ich bin ein Mensch, der findet das schon alles gut und so, aber wenn die Software nicht passt, dann ist das alles nichts wert. Und die passt hier nicht nur, sie ist für sich betrachtet sogar schon einer der größten Kaufgründe überhaupt. Reines Android mit durchdachten Extra-Features, Oxygen OS genannt. Oft werde ich gefragt, welchen Launcher ich da benutze. Das ist der vorinstallierte. Ein übersichtliches Layout. Kein Tamtam und trotzdem schon jetzt eine bessere Gestensteuerung als in Android Q. Ein Dark Mode gibt's natürlich auch. Gelungene Handballenerkennung, vielfältige Display-Kalibrierung, wunderschöne Wallpaper und ein neuer Zen-Modus, der für 20 Minuten das Smartphone praktisch unbenutzbar macht. Das hilft, wenn man für die wichtige Klausur morgen endlich mal anfangen sollte zu lernen. Und wenn man die dann geschafft hat, kann man mit dem Gaming-Modus alle Power, die das Gerät zu bieten hat, auf ein Spiel fokussieren. Mein Favorit sind vielleicht die 2 Jahre garantierten und vor allem zügigen Updates auf immer das neueste Android. Was fehlt, ist vielleicht im Anbetracht auf die Displaygröße eine Art Einhandmodus und Wi-Fi-Calling. Davon abgesehen bin ich ein großer Fan der Software und weiß es zu schätzen, dass sie auch wirklich immer konstant mit 90 Hertz läuft. Oh, und noch eine Premiere. Hinten sind jetzt 3 Kameras, eine super weitwinklige mit 16 Megapixel und Autofokus, eine normale mit 48 Megapixel und ein 6er Blende und der dreifach verlustfreie 8 Megapixel Zoom mit 2 4er Blende. Die letzten beiden optisch stabilisiert. Das ist eine Ansage. Sogar die XO gibt einen Score von 111, nur einen Punkt unter dem ersten Platz, dem P30 Pro und dementsprechend über dem Google Pixel 3. Der 48 Megapixel Hauptsensor ist nicht nur einen halben Zoll groß, sondern verrechnet aufgrund der Quad-Breyer-Matrix 4 Pixel zu einem, um mehr Licht einzufangen, also eigentlich 12 Megapixel Bilder. Durch einen neuen Algorithmus, der sich Ultrashot nennt, sollen die Bilder vor allem dynamischer und klarer werden. Es stimmt. Die zurückhaltende Ästhetik spricht mich mehr an als die schon etwas überzeichneten Samsung und Huawei Fotos. Man weiß schon vorher, was man in etwa bekommen wird. Das nimmt natürlich ein wenig diesen Wow-Faktor weg, lässt aber noch Luft für etwaige Filter und Bearbeitung. Glücklicherweise gerade im Trend sind ja super Weitwinkelkameras und hier fehlt sowas natürlich auch nicht. Umgerechnet 17 mm Brennweite und etwas softer als erhofft. Faszinierend finde ich, wie flüssig der Übergang von einer Kamera zur nächsten ist. Und der dreifache Zoom, der ist einfach optimal. Zweifach nämlich meist zu wenig und fünffach oft zu viel. Umgerechnet sprechen wir von 78 mm. Hier ist der Vergleich zum Galaxy S10 und iPhone XS. Ab zehnfacher Vergrößerung ist Huawei überlegen. Auch beim Nachtmodus und dem Porträteffekt hatte ich mehr Feinschliff erwartet. Die Selfies hingegen sind vielleicht sogar meine liebsten. Schön hell und scharf. Videos mit 4K und 60 FPS zählen mit zu den besten, super schade aber, dass man sie nicht mit dem Weitwinkel- oder Zoom-Objektiv filmen kann. Die Kamera ist für OnePlus ein ordentlicher Schritt nach vorne, aber allgemein betrachtet sicherlich nicht die zweitbeste auf dem Markt, jedoch eine sehr gute. Reden wir über den Akku. Mehr Display, mehr Auflösung, 90 Hertz, ein Kameramotor, 12 GB RAM, ja, das frisst natürlich alles Strom. Dem entgegen stehen 4000 mAh. Tja, ich muss euch sagen, die Laufzeit, die ist, spitz die Ohren. Wenn ich viel unterwegs war, im Zug, wohlmöglich mit Roaming und an einem sehr sonnigen Tag, dann waren es so 4 Stunden Displaynutzung. Im normalen Alltag hingegen hatte ich abends immer noch 50% bei so 3 Stunden Displaynutzung. 6,5 war mein Maximum. Damit liegt es über einem Galaxy S10, iPhone XS oder Pixel 3 XL. Eigentlich nur Huawei ist besser.
Somit ist die Laufzeit tatsächlich schlechter als im Vorgänger, aber nur marginal. Wer will, kann jederzeit auf 60 Hz und Full HD zurück. Dann ist der Akku ganz der alte. Warp Charge 30 sorgte aber sowieso dafür, dass ich selten über Nacht, sondern viel eher mal kurz bei Bedarf geladen habe. In 20 Minuten werden rund 50% in den Akku gepumpt. Was will man mehr? Wireless Charging gibt's leider nicht, aber einen Vibrationsmotor wie im iPhone, den bekommen wir. Er fühlt sich richtig gut an. Ich habe Tastaturfeedback noch nie gemocht, aber hier, es klickt richtig cool. Das ist so ein kleines Detail, das jeden Tag einen merklichen Unterschied macht. Sag mal Kilian, gibt's überhaupt Kritikpunkte? Ja, ich fand den Alert-Slider etwas zu leichtgängig, denn er hat sich beim Stecken in die Hosentasche manchmal verselbstständigt. Und der SAA-Wert ist zwar gesunken, aber mit 1,2 immer noch zu hoch für meinen Geschmack. Fazit: Man sagt, ein Smartphone ist mehr als die Summe seiner Teile. Das stimmt auch, nur ist die Summe der Teile hier halt auch schon beeindruckend. Es ist groß, das ist wahr, aber es steckt halt auch eine Menge drin. Nicht nur eine motorisierte Selfie-Kamera, sondern auch das neueste und beste an Ausstattung. Wirklich dieses 90-Hertz-Display, eine Top-Kamera und allein der Vibrationsmotor. Ich finde den Preis überaus fair. 709 Euro ist eine neue Hausnummer für OnePlus, aber dieses Smartphone hier ist es halt auch. Ich fühle mich in keinster Weise über den Tisch gezogen, sondern viel eher privilegiert, so ein geiles Stück Technik besitzen zu dürfen. Ich finde es mega geil, es ist mein neues Smartphone, es muss schon viel passieren, dass sich das wieder ändert. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut, bis bald. Ciao.